herzlich willkommen zum ersten YouTube-Video von mir. Wer mich nicht kennt, ich bin Romana, 25 Jahre jung, bin verheiratet und habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Warum ich dieses Video heute mache, ist, weil ich habe ein TikTok-Video gedreht, in dem ich gesagt habe, dass ich meine Sterilisation bereue. Und deswegen möchte ich jetzt auf ein paar Fragen eingehen, die beantworten. Und ja, also ich lese die Fragen hier auf meinem Handy ab. Also nicht wundern, wenn ich mal nach unten gucke. Dann fangen wir auch schon mal mit der ersten Frage an, und zwar: Wieso habe ich mich sterilisieren lassen? Mein Mann und ich, wir haben uns dafür entschieden, weil wir keine Kinder mehr wollten und ich keine hormonellen Verhütungsmittel vertrage. Das macht einen anderen Menschen aus mir und dieser Mensch ist furchtbar. Ja, es gibt noch die Spirale ohne Hormone, aber das wollte ich nicht, weil für mich ist es einfach komisch, einen Fremdkörper in meinem Körper zu haben, und die Spirale kann auch verrutschen und dann kann die auch zum Beispiel wandern im Körper, und das ist einfach nichts für mich. Wir könnten auch zum Beispiel mit Kondom verhüten, aber wir sind verheiratet und für uns sind Kondome einfach Lustkiller. Ja, deswegen haben wir uns für die Sterilisation entschieden, also dass ich das mache. Die zweite Frage: Tut das weh? Nein, die Sterilisation tut nicht weh. Bei mir wurde das gleich mitgemacht beim Kaiserschnitt. Mein Sohn wurde per Kaiserschnitt geholt und dann haben die das auch gleich mitgemacht. So. Frage Nummer 3. Wieso hat sich mein Mann nicht sterilisieren lassen? Weil das stand für uns gar nicht, zur Debatte, dass er sich sterilisieren lässt. Weil beim Mann kann es wieder zusammenwachsen. Und wenn der Mann dann einen Orgasmus hat, kommt da nur noch heiße Luft raus. Und das ist für den Mann ja auch nicht so toll. Vierte Frage. Wieso bereue ich die Sterilisation? Auf einer Seite bereue ich die Sterilisation, weil es mir ging es nach der Sterilisation nicht gut. Ich war in einem tiefen Loch, ich habe alles in Frage gestellt, ich habe meine Ehe in Frage gestellt, ich habe meine Kinder in Frage gestellt, mein ganzes Leben. Es hat mich richtig, richtig runtergezogen, ich habe mich nicht mehr als Frau gefühlt, gesehen. Ja, das war für mich einfach, oder es ist für mich einfach noch ein sehr schwieriges Thema. Mittlerweile ist es so bei mir, es kommt immer drauf an, wie ich mich fühle, wo ich gerade im Zyklus bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Eisprung kriege, dann fühle ich mich schlecht, weil der Körper ja darauf getrimmt ist, Babys zu machen. Aber ansonsten lerne ich gerade damit umzugehen. Willst du die Sterilisation rückgängig machen? Nein, weil die Chance sehr, sehr gering ist. Ich habe mit meiner Frauenärztin darüber geredet. Und die Chance, dass es wirklich funktioniert, das rückgängig machen, ist sehr, sehr gering. Und der Eingriff kostet auch um die 2.000 bis 3.000 Euro. Und dieses Geld erstmal zu haben, ja, das ist ja auch eine ordentliche Summe. Und wenn ich dann jetzt auf dem OP-Tisch liege und die sagen, ja, nee,
wir konnten es nicht mehr rückgängig machen und ich habe dann aber 3000 Euro dafür gezahlt, waren die 3000 Euro eigentlich für umsonst und dann hätte man das irgendwie andersweitig sparen können, das Geld. Also nein, wir wollen es nicht rückgängig machen. Wie viel hat die Sterilisation gekostet? Für uns war sie kostenlos. Also bei dem Arztgespräch, der mich auch aufgeklärt hat wegen dem Kaiserschnitt, der Arzt meinte, dass wir 150 Euro dazu zahlen müssen. Aber wir mussten jetzt gar nichts dazu zahlen. Wir haben keine Rechnung bekommen. Also das ist auch immer von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich. Ich habe auch schon gehört, dass manche halt auch nichts zahlen mussten, weil wenn das beim Kaiserschnitt gleich mitgemacht wird, denken, sagen sie, ja, okay, die liegt da jetzt gerade schon offen, dann machen wir das einfach mal so mit. Ja. Habe ich meine Periode noch? Ja, ich habe noch weiterhin einen ganz normalen Zyklus. Ich habe meinen Eisprung, ich habe meine Periode. Aber die Periode ist deutlich schwächer und ich habe auch nicht mehr so dolle Schmerzen. Das ist so auch ein Vorteil. Nächste Frage. Kann ich trotzdem noch schwanger werden? Das ist ein sehr, also eine sehr gute Frage. Also ja, ich könnte theoretisch trotzdem schwanger werden, obwohl ich sterilisiert bin. Und zwar durch eine künstliche Befruchtung. Das würde definitiv noch gehen. Aber ja, das steht ja für uns nicht zur Frage, weil ja, das waren auch schon alle Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch lassen und ihr könnt mir auch gerne auf Instagram oder TikTok folgen. Ich verlinke euch da noch meinen Account und ja, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt, euch das Video angeschaut habt und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder.